Hi zusammen und herzlich willkommen hier heute zur Budgetgestaltung für den Monat November. Ja, es ist wieder soweit, wir gestalten. Ich habe richtig, richtig Lust, ich freue mich und habe schon ein bisschen was rausgesucht, wie immer, für die Gestaltung. Es wird auf jeden Fall herbstlich, vielleicht so ein Hauch winterlich, aber eher so Richtung Herbst, weil der November, der fühlt sich für mich immer ja noch so herbstlich an. Ne? Also zumindest ist das hier bei uns so. Wer weiß, vielleicht schneit es auch, kommt auch schon mal vor. Ne? Aber genau, für mich ist das halt noch so, ja, der Herbst irgendwo dabei. Und ich denke, mit den Sachen, die ich rausgesucht habe, lässt sich was ganz Gutes gestalten und basteln. Für alle die, die neu zuschauen, das ist jetzt die Budgetgestaltung. Das heißt, ich habe mein Budgetbuch, was ich mir persönlich halt immer für den Monat dann gestalte, wie ich das schön finde, dann damit den Monat hinweg dann zu arbeiten. Und nächste Woche machen wir dann die Budgetplanung. Da geht es dann wirklich um die Zahlen, was ich in dem Monat November an Einnahmen haben werde, von denen ich weiß, ne, zusätzliche Einnahmen natürlich nicht, und was ich auf jeden Fall an Ausgaben haben werde. Was dann am Ende übrig bleibt, was dann gespart werden kann. Ne, beim Cash-Stuffing dann verteilt wird in den Umschlägen oder dann halt auch oft Konten verteilt wird, in den ETF-Sparplänen oder auf den Tagesgeldkonten. Genau, und jetzt ist es halt wirklich nur, ich sag mal, eine reine Entspannungsmaßnahme und dass es dann hinterher ja auf jeden Fall ein schöner Monat wird, den man sich gerne anschaut, wo man halt gerne seine wöchentlichen Ausgaben einträgt, um sich da ja, ein Stück weit jetzt so ein bisschen zu entspannen und ja, den Monat hinweg drüber halt einfach freut, wie schön es aussieht und ja, so einfach meine Art mit dem Budgetieren halt noch so ein bisschen kreativ zu sein. Ne? Das macht natürlich jeder anders. Nicht für jeden ist das was. Und einige arbeiten auch einfach mit Excel-Tabellen. Das kann jeder halten, wie er möchte. Ne, bei mir ist es halt so, ich mache das halt gerne und habe es halt gerne schön gestaltet. Und ich werde jetzt für die Gestaltung euch wie immer ein bisschen Musik unterlegen, dass ihr ja hoffentlich euch das einfach gerade bei dem Wetter jetzt, ne, ihr seht, es ist schon dunkel oder es wird gerade dunkel. Wir haben 7:02. Ich nehme das hier gerade am Sonntag auf, den 13. Oktober. Und es ist jetzt halt so ein Usselwetter und vielleicht könnt ihr mit dem Video eine schöne Tasse Tee oder Kakao oder was auch immer euch so ein bisschen einmummeln hier, ne, wie die Lilly das vorhin gemacht hat in der Decke, die ich jetzt dann liegen gelassen habe. Ne, richtig schön gemütlich einmummeln und dabei der Gestaltung zugucken. Und genau, nur der Hinweis nochmal für euch. Das meiste, was ich in dem Gestaltungsvideo benutze, findet ihr auch unten unter in der Videobeschreibung. Da habe ich so einen Link drin, wo ich alle die Sachen, die ich benutze oder erwähne, reingepackt habe. Und da findet ihr das dann auch wieder. Das sind dann halt so die Sachen, die ich dann bei Amazon gekauft habe. So Dinge, die ich jetzt natürlich irgendwie bei Teddy mal gekauft habe hier. Den Laden haben wir relativ um die Ecke. Die sind da natürlich nicht mit drin. Aber ich sage mal, das meiste habe ich eh von Amazon. Von daher werdet ihr da auf jeden Fall fündig werden, was so das Budgetbuch betrifft und auch die Sticker, die ich verwende oder diese Aufkleber, die man sich selbst bedrucken kann. Das findet ihr da alles. Also könnt ihr da gern mal stöbern, wenn ihr da was entdeckt, was euch gefällt. Und ansonsten habe ich so jetzt nicht weiter viel zu erzählen. Das meiste habe ich am Dienstag erzählt, beim Wochenabschluss, auch was meine Rückenproblematik angeht und so. Da könnt ihr ansonsten noch mal reinschauen, falls ihr das verpasst habt. Und genau, was ich aber auch noch mal sagen wollte, ich hatte einen Kommentar bekommen von einer Zuschauerin, weil ich hatte in einem meiner letzten Videos so von der Indiba geschwärmt, weil ich ja dahin gewechselt bin zu der Bank. Und bin da auch super zufrieden und kann die wirklich nur jedem empfehlen. Also ich bin da wirklich Feuer und Flamme, weil man da wirklich alles selber einstellen kann, total flexibel ist und so.
Und da hatte ich in dem Video gesagt, dass bis zu 3 Tagesgeldkonten bei der Indiba möglich sind. Und sie sagte dann in dem Kommentar, nee, es gehen auch 5. Und da hat sie recht. Also ich habe auch selber 5 Tagesgeldkonten. Bisher war meine Info gewesen, dass man als Einzelperson, also wenn man jetzt kein Gemeinschaftskonto hat, ist die offizielle Info nach wie vor von der Indiba, dass man 3 Tagesgeldkonten eröffnen kann. Ich konnte oder hatte dann noch ein viertes eröffnen können, weil ich auch mein Depot bei der Indiba habe und da bekommt man ein Tagesgeldkonto, die nennen sich Extrakonten. Habe ich auch unten unterm Video auch verlinkt, könnt ihr euch mal angucken. Da habe ich dann noch ein viertes dazu bekommen. Und da habe ich gedacht, ja gut, das habe ich dann mal gegoogelt und da hieß es, okay, wenn man ein Depot hat, dann hat man halt auch irgendwie 4, kann man halt 4 Tagesgeldkonten haben. Und irgendwann habe ich das dann mal ausprobiert, dass ich noch eins eröffnet habe und das hat dann geklappt und dann hatte ich auf einmal 5. Und jetzt sagte die Zuschauerin in den Kommentaren, dass auf der Homepage von der Indiba steht, dass man bis zu 5 Tagesgeldkonten als Einzelperson, also nicht ein Gemeinschaftskonto, eröffnen kann. Und ich finde diese Info nicht. Also es tut mir leid, ich versuche euch ja immer auch mit Wahrheiten zu füttern. Also ja, ich habe 5 Tagesgeldkonten, was mit Sicherheit auch an dem Depot liegt oder so, weil ich finde überall bei der Indiba immer nur die Info, also die offizielle Info, dass man 3 Tagesgeldkonten eröffnen kann. Auch wenn ich normal google, das steht überall, also auch hier bei Finanztipps oder sowas, bis zu 3 Tagesgeldkonten als Einzelkonto möglich. Ich habe jetzt 5, also die Möglichkeit besteht scheinbar, dass man mehr eröffnen kann. Aber ich finde dazu halt keine offizielle Aussage. Also wenn ihr vorhabt, zu Indiba zu gehen oder euch das überlegt oder so, ich finde diese Tagesgeldkonten echt super. Man kann sich die nämlich auch so benennen, wie man möchte. Ich habe halt eins Katzen genannt und eins Kleidung und Online-Einkäufe und sowas, ne, so dass ich immer genau weiß, wenn ich das hier budgetiere, auf welchem Konto das liegt. Und dann kann ich das so im Online-Banking dann auch auseinanderhalten. Also finde ich richtig gut. Aber dann müsst ihr selber mal ausprobieren, wie viel ihr dann letztendlich eröffnen könnt. Ne, also wie gesagt, ich habe da leider nichts Offizielles gefunden, auch nicht auf der Indiba-Homepage. Ansonsten, keine Ahnung, wenn ihr da was findet, schreibt es mir gerne, aber ich will euch ja auch nichts Falsches sagen, aber offiziell sehe ich 3, also dass man 3 eröffnen kann. Ich habe 5. Irgendwie hat es da mal geklappt und es ist auch noch da. Also ich habe das jetzt schon einen Monat oder so. Also man hat es mir nicht wieder weggenommen oder so. Na, also von daher, genau. Könnt ihr mal unter dem Video gucken. Habe ich euch da auch mal verlinkt. Ist ja, wie ich finde, eine tolle Sache. Vor allem gibt es ja im Moment da noch ganz gute Zinsen für Neukunden, ich glaube aktuell 3,3%. Müsst ihr mal unten klicken und schauen. Naja, auf jeden Fall, ja, wollte ich das nochmal erwähnen. Also ich hätte es gern gefunden. Trotzdem nochmal danke für den Hinweis in dem Kommentar. Vielleicht, keine Ahnung, habe ich auch nicht gut genug gesucht oder so. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, es gehen auf jeden Fall, zumindest wenn man noch ein Depot hat, mehr als 3. Und ja, am Ende einfach mal ausprobieren. Okay, ja, genau, das wollte ich noch sagen. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir doch mal in die Budgetgestaltung. Ich zeige euch dann jetzt in der anderen Ansicht, was ich schon mal so rausgesucht habe. Und dann spule ich wieder so ein bisschen, damit es für euch ein bisschen schneller geht. Lege euch ein bisschen schöne Musik drunter. Und ja, dann hoffen wir mal, dass das Ergebnis für mich zufriedenstellend ist und dass ihr es auch schön finden werdet. Und ich würde sagen, wir starten doch mal rein und ich sage bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen hier zur Budgetgestaltung für den November. Ja, ich habe schon ein bisschen was rausgesucht, habe ich ja schon angekündigt, um den Monat einmal ja hoffentlich schön zu gestalten. Da gibt es einmal hier dieses Washi-Tape, das habe ich rausgesucht. Ich stehe mal auf und gucke, dass ihr das seht. Das habe ich einmal rausgesucht. Und dann habe ich hier so Sticker. Das ist so ein ganz dickes Paket von Stickern, die ich da gekauft habe mal. Die benutze ich auch so fürs Journaling. Da ist alles Mögliche dabei. Und da habe ich jetzt so ein bisschen was Herbstliches rausgesucht. Da gucke ich mal, ob ich das auch
verwerten kann. Und dann habe ich hier so einzelne Schnipsel von Dingen, die ich da auch irgendwie noch unterbekommen möchte. Da gucke ich mal. Genau, und dann nehme ich hier wieder diesen Aufkleber November. Ja, und genau, was wir jetzt noch machen, bevor wir dann in den Schnelldurchlauf gehen. Hier habe ich schon mal so die ganzen Sachen ausgeschnitten, die ich ja dann auch gleich brauche. Wir ziehen einmal einen Spruch des Monats, den ich dann nachher oder gleich auch wieder aufschreiben werde. Das mache ich dann einmal mit euch zusammen. Oh, ich setze mich mal wieder hin. So, diesmal wieder ein bisschen längerer Spruch. Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten. Ja, das passt ja auch wieder sehr gut zur Budgetplanung. Genau. Und ich würde sagen, ich starte mal durch. Ich lege euch ein bisschen Musik auf und ja, dann hoffen wir mal, das wird hier heute was. Und ich sage dann mal bis gleich zum Endergebnis. Thank you.
So, ihr Lieben, es ist vollbracht. Die Gestaltung ist fertig und ich finde es super schön. Wirklich. Also ich denke, damit kann ich gut leben im November. Hier ist ja eine neue Kategorie dazugekommen, deswegen muss ich jetzt hier so ein bisschen quetschen. Wird sich aber nächstes Jahr erledigt haben. Da habe ich ja ein neues Budgetbuch ins Auge gefasst, was ein bisschen größer ist und halt auch mehr Zeilen hat, weil der Abstand ein bisschen kleiner ist und weil es halt auch größer ist, ne? Von daher werde ich mich dann noch ein bisschen mehr austoben können. Ja, und ich finde, es ist schön geworden, es ist süß geworden, es ist herbstlich geworden und doch ein bisschen so die Vorbereitung auf den Winter. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den November schon gestaltet habt, weil ich bin ja immer relativ früh dran. Und schreibt mir doch gerne mal, ob euch die Gestaltung hier gefällt. Bei mir gefällt sie wirklich richtig gut. Und ja, ich freue mich schon drauf, da nächste Woche dann die Budgetplanung drin zu machen. Einfach um zu gucken, was kann man hier wieder in den Spartöpfen sparen. Ja, und wie es halt weitergeht, ne? Genau. Ja, ich finde es sehr gut. Es ist wirklich schön geworden. Ne, der Oktober war ja so ein bisschen verspielt, ne, wegen Halloween auch und so. Und hier ist es jetzt wieder, ja, schön herbstlich geworden. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, liebe Leute, dann hoffe ich, ihr konntet mit mir ein bisschen entspannen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ja, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten sage ich wie immer, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.